Freunde, ich lebe noch. Hier ist euer Tommy von Weigels Wilder Welt. Willkommen in meiner wilden Welt. Das ist Huflatte. Das ist einfach nur großartig. Ich gehe an. Ja, Herrschaftszeiten noch einmal. Hallo, ich grüße euch. Lange nicht gesehen. Oh, jetzt ist das Handy umgefallen. Ja, steht's jetzt? Ja, ich glaube schon. Hi, ihr Lieben. Ich freue mich, euch zu sehen. Vielleicht freut sich ja der oder die ein oder andere auch mich zu sehen. Ich habe jetzt ja verhältnismäßig lange nichts von mir hören lassen. Und ich möchte euch... Dieses Video, was jetzt kommt, hat zwei Funktionen, sage ich mal. Zum einen soll ich euch das zeigen, dass ihr das hört und seht, dass ich noch lebe. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei euch entschuldigen, dass ich euch nicht Bescheid gesagt habe, dass jetzt länger nichts kommt, ja. Aber aus verschiedenen Gründen war das nicht möglich. Ich möchte mich aber quasi so bei euch zurückmelden. Das ist sehr schön. In der Zeit, wo jetzt kein Video gekommen ist, habe ich auch noch so ein bisschen, es ist viel passiert und ich habe über viele Dinge nachgedacht, unter anderem auch darüber. Erstmal vorweg, ihr müsst auf jeden Fall wissen, Weigels Wilder Welt, Natur- und Umweltpädagogik ist auf jeden Fall voll meine Leidenschaft. Aber es wird wahrscheinlich so sein, dass ich nicht mehr so viele Videos produzieren kann. Ja, es wird nicht zeitlich und energetisch nicht möglich sein, jede Woche so ein Viertelstunde-Film da rauszuhauen. Und deswegen habe ich mir überlegt, weniger ist manchmal mehr. Ja, also ich werde wahrscheinlich nicht mehr so viele Videos machen, immer mal, wenn es so bei mir in Kram passt. Und dann müssen die ja vielleicht auch nicht eine Viertelstunde lang gehen, ne? Sondern vielleicht reichen ja auch mal 6-7 Minuten, dachte ich mir so. Freunde, meine Ganzjahresfutterstelle hier. Ehrlich, da steppt der Bär. Ich habe ja eben schon gesagt, dieses Video soll zwei Funktionen quasi erfüllen. Einmal möchte ich mich bei euch mehr oder weniger zurückmelden, worüber ich mich sehr freue. Zum anderen habe ich was Cooles vor. Und zwar geht morgen früh um 5 Uhr der Wecker und ich werde mich mit einem Freund von mir um 6 Uhr auf den Nordhang vom Teutoburger Wald setzen und wir werden die ersten Zugvögel beobachten, ja, die vom Norden Richtung Süden ziehen, ja, denn der Herbst steht vor der Tür. Mit den Zugvögeln meine ich jetzt nicht vielleicht, was ihr denkt, irgendwie Gänse oder Kraniche, sondern die Kleinen ziehen auch, Finken, Buchfinken, Kernbeißer und so weiter. Und da gehen wir morgen hin, ja, um 6 Uhr ist Treff und da nehme ich euch natürlich mit, aber ich erzähle euch da gerade mal ganz kurz noch was zu. Das wird bestimmt mega spannend. Lieben, wir sind jetzt mal papiersparend unterwegs. Ich habe mir gerade hier so einen wunderschönen Stein gesucht und Stein auf Stein ergibt im Optimalfall, kann man das dann sehen. Also, wir gucken quasi aufs Profil vom Teutoburger Wald. Ne? So, ich mal das mal. So seitlich aufs Profil, wisst ihr? Ja, mal konzentrieren, ne? Ja, das ist quasi hier der Teutoburger Wald. Wir gucken da von der Seite drauf, ne? Das ist doch bestimmt klar. So, und jetzt ist es folgende Situation. In dieser Richtung, also quasi nach dahin, ist Süden. Hier ist Norden. Wohin ziehen die Vögel im Herbst? Quasi von den Brutgebieten im Norden, quasi in den Süden. Das heißt, die fliegen in diese Richtung. Ergibt Sinn, ne? Mein Kollege Meinolf und ich werden uns morgen an folgender Stelle positionieren. Ungefähr hier. Sieht man das? Ja. So, jetzt kommen die Vögel vom Norden geflogen und ziehen in den Süden. Wir sitzen hier. Folgende Situation. Der Teutoburger Wald, erstens sieht man schon, ne, wir sitzen höher als im Prinzip die Landschaft drumherum und die fliegenden Vögel, die sind uns natürlich dementsprechend näher. Ne? Das heißt, man kann die besser sehen und man kann auch besser die ganz typischen Zugrufe hören, die von Art zu Art sehr verschieden sind. Das zeige ich euch dann morgen nochmal. Wir sind quasi im Prinzip den Vögeln näher. Und was auch noch dazu kommt, ist folgende Situation. Durch den Teutoburger Wald kann es passieren, dass die Vögel von Osten
Nee, hier ist ja Osten, da ist Westen, genau. So ein bisschen eingekesselt werden und die sich hier quasi so ein bisschen sammeln. Das heißt, wir haben im Prinzip die Chance, dass hier viel mehr Vögel rüberkommen. Und da wollen wir mal schauen, was dann passiert. Habt ihr das verstanden? Ich hoffe ja. Ergibt Sinn, ne? Okay, man muss erstmal dazu sagen, dass wir relativ früh in der Jahreszeit sind. Ja, also es ziehen schon einige Vögel schon, ja, eigentlich auch schon seit einigen Wochen. Vor allem die Langstreckenzieher, wie zum Beispiel Baumpieper, sind schon sehr lange unterwegs. Aber eigentlich in dieser Menge fängt das jetzt erst an. Das heißt, es ist vielleicht noch nicht so viel zu erwarten, aber wir schauen einfach mal, was passiert. Wir treffen uns ja auch um 6 Uhr. Jetzt wird man denken, Donner Schlittgen, es geht ja erst um 10 vor 7 die Sonne auf. Hallo Otto? Es geht ja erst um 10 vor 7 die Sonne auf, aber der frühe Vogel fängt den Wurm und das ist so und das bleibt so und das ist einfach so. Und lieber ein bisschen früher da sein, um das Geschehen, wenn es anfängt, zu sehen, als zu spät, wenn die Hälfte schon vorbei ist. Und jetzt mache ich hier Schluss und wir fahren morgen früh los. Ihr steht dann auch um 5 Uhr auf, da freue ich mich drauf und genau, bis Danny. So, guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben es 6 Uhr morgens, 13 Grad, sagt das Thermometer. Die Fahrt war gut, aber nebelig, aber das macht nichts. Es scheint auch bedeckt zu sein, ja? Das heißt, eine Wolkendecke ist da, was tendenziell nicht schlecht ist. Denn wenn die Wolkendecke da ist, dann fliegen die Vögel tendenziell etwas tiefer, ja? Und man kann sie auch besser sehen. Ja, so und jetzt warten wir auf den Kollegen Meinolf und dann werden wir mal unser Lager aufbauen, sage ich mal. Spektiv ist alles mit und dann schauen wir mal. So Leute, unser Lager ist quasi errichtet. Wir haben es jetzt 20 nach 6. Im Hintergrund ruft noch der Waldkauz seine letzten Strophen. Die erste Ringeltaube fängt an. Wir hatten eben schon einen Baumpieper rüberfliegend und das Rotkehlchen tickert im Hintergrund. Mal schauen, was das heute gibt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es ist aber Aktivität da. Also auf dem Boden auch als auch ein bisschen in der Luft. Aber mit Sehen ist gerade überhaupt nichts. Alles, was sich abspielt, passiert hier. Über die Ohren. Zaunkönig und Kohlmeise singt. Zizide, zizide. Sehr schön. Ich möchte euch jetzt eine spannende Sache zeigen. Der Meinolf, der hat sein Mikrofon mitgebracht. Dieses Mikrofon seht ihr hier. Ja. Und das ist dafür da, das läuft quasi gerade parallel durch. Und wenn irgendwie ein seltener Vogel oder irgendwie einen, den wir nicht bestimmen können, ja, wenn der rüberfliegt, dann können wir im Prinzip oder kann Meinolf im Nachhinein gucken, ah, okay, da höre ich mir den nochmal an. Und dann gibt es Sonogramme, dann kann man das abgleichen quasi, ne, und dann kann man auch wirklich sehr seltene Arten damit identifizieren. Also schadet nie, wenn man so ein Mikrofon mitlaufen lässt. Definitiv nicht. Man sieht nichts, aber Rauchschwalben ziehen durch den hohen Nebel. Ja, Bewegungsrichtung, man kann ja auch hören, in welche Richtung sie ziehen. Süden passt, ne? Weil die Schwäbischen, die sind ja nur im Sommer da, die ziehen jetzt auch schon Richtung Süden. Ihr Lieben, während Meinolf jetzt im Hintergrund weiter fröhlich sich den Nebel anguckt, möchte ich euch sagen, es ist halt wirklich gerade ein bisschen interessant. Der Nebel hält sich, wie man sieht. Es ist so ein bisschen was unterwegs. Also wir hatten jetzt schon Baumpieper, wir hatten Buchfinken, wir hatten Singdrossel, wir hatten auch schon einen überfliegenden Kernbeißer. Aber wir stellen auch fest, dass die meisten Sachen wirklich stationär irgendwie hier sind. Das heißt, Zugbewegung hält sich bisher in Grenzen. Aber das macht nichts. Ich hoffe ja auch für euch, dass ich jetzt im Laufe dieses Morgens, wenn der Nebel dann ein bisschen klarer wird,
liegt jetzt ein Buchfink direkt über Weed. Ja. Wunderbar. Dass ich im Laufe des Morgens auch irgendwie dann nochmal einen Vogel filmen kann, damit ihr dann auch vielleicht mal einen Vogel seht. Ne? Leute, es wird frisch, muss man sagen. Der Nebel kommt so langsam runter. Die Kühe frühstücken. Wunderbar. Ich möchte euch an dieser Stelle einmal ganz grob was erzählen. Also, wir unterscheiden im Prinzip zwischen Standvögeln und Zugvögeln. Wobei es eigentlich gar nicht so richtig, Standvögel gibt es eigentlich gar nicht. Ihr könnt euch vorstellen, die Kohlmeise, die im Frühjahr und im Sommer bei euch im Meisenkasten, vielleicht im Garten brütet, ist relativ wahrscheinlich nicht genau das gleiche Individuum, das quasi im Winter bei euch an der Futterstelle sitzt. Ja? Das heißt, eigentlich die meisten Vögel haben eine leichte Bewegung, ja? Eine leichte Nord-Süd-Bewegung. Ja? Das sind, also Standvögel gibt es so gesehen nicht. Es gibt halt diese Zugvögel. Ja? Zugvögel, die unterscheiden sich in Langstreckenziehern und in Kurzstreckenziehern. Langstreckenzieher ziehen meistens quasi über die Sahara zum Beispiel bis nach Südafrika, um da zu überwintern. Ne? Kurzstreckenzieher fliegen nicht über die Sahara, die überwintern meistens so irgendwie Frankreich, Spanien, also sage ich mal nördlich der Sahara. Ja? Und das Interessante ist, dass man auch anhand der Flugweise sehen kann oder erahnen kann, ob Vögel Langstreckenzieher oder Kurzstreckenzieher sind. Bestes Beispiel sind Baumpieper und Wiesenpieper. Wenn Baumpieper ziehen, die haben richtig, ne, einen Wellen-Psi, rufen die Psi, Psi, und die haben so einen wellenförmigen Flug und relativ schnell unterwegs. Und da denkt man ja, okay, die müssen über die Sahara, die brauchen ein bisschen Tempo, die brauchen Stabilität in der Luft. Wiesenpieper hingegen sind Kurzstreckenzieher. Die überwintern nördlich der Sahara, ja, und die East, 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 ja, die tanzen so durch die Luft. Und das ist einfach mega interessant zu beobachten. Das heißt, an der Flugweise kann man meistens schon sagen, wo die Reise im wahrsten Sinne des Wortes hingehen soll. Und dann seht ihr das? Das sind Rauchschwalben auf dem Weg in den Süden. Da hinten ist der Teuto, da fliegen die jetzt rüber. Großartig. So, ich freue mich, euch mitteilen zu können, es reißt auf. Jetzt sieht man ihn auch. Da ist der Teuto. Ja, das, was ich euch vorhin aufgezeichnet habe. Oder gestern war das ja, ne? Ich habe ja gestern den ersten Teil gemacht. Hier ist der Teuto. Ja, und hier, da ist Norden. Ja, das ist da hinten ein bisschen flacher. Und die Vögel fliegen hier rüber. Da. Über den Teutoburger Wald. So ist es nämlich. Diese Sache nimmt jetzt nochmal Fahrt auf. Wir hatten jetzt hier gerade drei Bekassinen. Ja, das sind Limikolen mit einem ganz langen Schnabel. Die flogen hier rüber über den Teuto. Und ein Turmfalke, ne, den ihr vielleicht auch kennt, auch teilweise ein Zugvogel. Und der flog hier auch so rüber. Und Kernbeißer und der Schwarzspecht ruft im Hintergrund aus dem Nebelwald. Ja, schön. Wir haben jetzt hier gerade einen gemischten Trupp aus Rauch- und Mehlschwalben. Die fliegen zwar jetzt nicht hier so schnurstracks, ne? Das sieht man. Die kreisen hier so ein bisschen, aber die bewegen sich tendenziell in südliche Richtung. So kommt man auch ans Ziel. Nur halt ein bisschen langsamer. Hier. Schön. Sudele, das Wetter wird irgendwie wieder schlechter, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich möchte euch kurz was erzählen. Ihr seht ja da hinten vielleicht diese Waldkante. Ne? Da hatten wir jetzt schon in den letzten Minuten, also eben flogen hier noch Schafstelzen rüber und Baumpieper auch hin und wieder, aber es ist allgemein relativ wenig los, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was ich sagen wollte ist, an dieser Waldkante da hinten, da orientieren sich die Vögel auch dran. Ja, nehmen das quasi als Leitlinie. Wir hatten da eben einen ganzen Haufen voller Rauchschwalben, die da noch entlang flogen. Also wir hatten jetzt, glaube ich, fast 100 Stück heute schon. Und eben flog da eine Rohrweihe entlang und jetzt gerade ein Habicht, aber wahrscheinlich ist der hier, also der ist nicht gezogen. Und Sperber und so, die flogen da auch lang. Das heißt, die orientieren sich dann wirklich an solchen landschaftlichen Straßen, möchte ich sagen. Also das ist immer hochinteressant zu beobachten.
Ihr Lieben, Meinolf und ich haben uns gerade dazu entschieden, die Zelte abzubrechen. Und zwar pünktlich dann, wenn die Sonne rauskommt, ne? Meinolf und Thomas packen ein. Wir hatten einen sehr schönen Morgen. Wir waren jetzt 4,5 Stunden hier tatsächlich und konnten echt so einiges beobachten. Es war natürlich nicht so viel los, wie zu erwarten war schon, ne? Das hatte ich ja gestern auch schon erzählt. Wir haben es relativ früh in der Jahreszeit. Das Ganze wird wahrscheinlich so Mitte Oktober wird das nochmal ganz anders aussehen. Aber immerhin, wir konnten 46 verschiedene Vogelarten nachweisen. Ja, wir hatten 3 Spechtarten, Buntspecht, Grünspecht, Schwarzspecht. Wir hatten 5 Meisenarten. Wir hatten 24 Baumpieper flogen über uns rüber, Heckenbraunellen, Singdrosseln, paar Kernbeißer, dann die Bekassinen, die Kiebitze, die Rohrweihe habe ich noch schön beobachtet und ja, war ein schöner Morgen. Wir packen jetzt wie gesagt zusammen und dann fahre ich wieder ins Tal des Friedens, da wo ich im Moment lebe und dann melde ich mich nochmal bei euch. Bis gleich. So ihr Lieben, zurück im Tal des Friedens, in dem ich schon wieder seit 2,5 Wochen lebe. Wir hatten einen sehr schönen Morgen, ja, am Kamm, am Hang vom Teutoburger Wald und haben wunderschön Zugvögel beobachtet. Das war wunderbar. Muss ganz ehrlich sagen, es wurde dann im Nebel doch ein bisschen frisch auch, aber wir haben richtig tolle Sachen gesehen. Grundsätzlich habe ich euch in diesem Video gezeigt, beziehungsweise gesagt, dass ich noch lebe und wir sind zusammen quasi auf Zugvogelbeobachtung gegangen. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben lassen und wenn euch der Kanal gefällt, dürft ihr das auch machen und wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr auch keines der weiteren Videos verpassen. Ich möchte euch auch sagen, guckt gerne mal bei Instagram vorbei, ja, bei Instagram, da bin ich nämlich auch, ne, da lade ich hin und wieder mal ein Foto hoch. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich lege mich jetzt nochmal ein halbes Stündchen da rein, weil ich bin ein bisschen müde, ja. Früh aufgestanden, wenig geschlafen, aber einen schönen Morgen gehabt mit meinem Freund Meinolf. Und ja, ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Video. Ne? Macht's gut, bis dahin, euer Tommy von Walgelts Wilder Welt.